Hey Leute, wir schauen uns heute Night of the Dead an. Das ist ein Zombie-Survival-Game, zu dem ich oder für das ich einen Key bekommen habe. Auf den ersten Blick macht das jetzt nicht unbedingt was anders als andere Survival-Spiele, aber das Ganze ist hier halt ein Ersteindruck. Ich habe 15 Minuten mal kurz reingespielt, um zu gucken, ob es irgendwo eine Stelle gibt, über die ich stolpern würde. Und ich sag mal so 15, 20, für maximal 30 Minuten mache ich das Video lang. Ihr wisst es jetzt natürlich schon. Gut, wir schauen zuerst mal in die Option rein und es ist noch im Early Access. Wir gucken hier einfach nur mal ganz kurz da rein. Das kann man alles wieder auf Standard stellen da oben. Sensitivität kann man einstellen. Ich habe das erstmal runtergedreht. Maus invertieren, ja. Tasten neu belegen. Zwei Tasten gibt es da auch für Interface Action, tralala, zum Bauen. Grafikeinstellungen haben wir hier. Preset kann man auswählen. Irgendwas Besonderes. Max FPS, Textures, Motion Blur kann man auch alles deaktivieren. View Distance, halt der übliche Kram. Soundregler gibt es hier. Spielweise, Sprache, Interface kann man das Scaling verändern. Tutorial, das ist auch gut. Sparen oder stornieren? Speichern oder abbrechen? Also, wir starten mal. Ach ja, und es gibt mehr Spieler. Wir gucken. Kann man dann selbst hosten. Wir gucken mal kurz rein. Hier gibt es auch ein paar Server. Das gibt es scheinbar. Ja gut, das geht nach unterschiedlichen Tagen. Teilweise gibt es auch Server mit mehr als 4 Spielern. Wie wir hier sehen. Minus 14 Spieler. Okay, warum auch immer. Verstehe es nicht. Aber Maximum scheint irgendwie 16 zu sein. Alles klar, aber das will ich jetzt auch gar nicht. Wir gucken einfach mal ins normale Singleplayer-Spiel rein und schauen mal, wie das so läuft. Also, am Anfang, man spielt, soweit ich das weiß, immer mit ihr hier. Und ja, Schwierigkeitsgrad kann man hier auswählen. Da gibt es schon einige. Aber da steht leider nirgendwo bei, was sich da ändert. Gut. Die Zombies kommen in Wellen. Kann man zum Beispiel ausstellen, dass die Wellen nicht nachts erstellt werden oder nachts keine Wellen erstellt werden, dass Teamkills nicht gehen, Hardcore, dass man nicht wiederbelebt werden kann. Alles, was das Herz begehrt. Wir starten einfach mal auf normal, neues Spiel, ohne irgendwas davon. Gut. Und das, hallo Lara Croft. Ich fand das Spiel sah ganz hübsch aus in dem Trailer. Und das beziehe ich jetzt nicht auf den Vorbau dieser Protagonistin, nein, sondern generell so von der Optik. Das steht ein Zwei-Mann-Entwicklerteam hinter, soweit ich das gesehen habe. Das könnte echt, das ist so eine Mischung aus Lara Croft und Claire Redfield. Oder Jill Valentine, ich werfe die immer durcheinander, egal. Gut, wir starten hier, oben haben wir halt die unterschiedlichen Werte, die es gibt. Was mich ein bisschen irritiert, da oben ist ein Kreuz, darunter ist ein Herz. Hätten die das Symbol nicht ein bisschen anders machen können? Das eine ist auf jeden Fall, das zweite ist Ausdauer, alles klar. Das da drunter ist, glaube ich, Nahrung. Warum das ein Arm ist, keine Ahnung. Da ganz oben sind halt unsere Lebenspunkte. Ja gut, das Herz kann man auch als Ausdauer sehen. Wir sollen jetzt hier erstmal gleich Autos zerstören. Wir gucken uns das mal kurz an. Ihr Inventar gibt's. Wir haben Energieriegel. Damit können wir Gesundheit und Kondition wiederherstellen. Das ist noch auf Englisch. Hier können wir schon mal Sachen craften, wenn wir die Materialien dafür haben. So Standardzeug, was wir mit uns rumtragen können. Und sie hat jetzt hier ein Dolch, den können wir ja schon mal ausrüsten. Kann ich das hier auch irgendwo ausrüsten? Sag nicht, du hast da was von genommen. So, packen wir die mal dahin. Dann gucken wir doch mal. Wir sollen als erstes Autos zerstören, um Schrott zu bekommen. Das ist halt der übliche Kram. Dann stellen wir uns halt hier hin und müssen F gedrückt halten. Nee, müssen wir gar nicht. Einmal drücken reicht sogar. Alles klar, ich habe nichts gesagt. Papierfeld sollen wir jetzt zerstören. Das Papierfeld. Was ist denn ein Papierfeld? Hier haben wir ein Buch. Gut, Journal gibt's, können wir uns angucken. Dann wird hier so ein bisschen die Story erzählt.
Ich weiß aber nicht, ob das wirklich geordnet ist, was man hier so finden kann. Das ist jetzt aber auch nicht so interessant für uns, weil ich will ja ein bisschen was vom Gameplay hier sehen. War denn hier nochmal das Papierfeld? Das können wir auch kaputt machen. Wir können quasi hier alles einsammeln, was wir brauchen. Ah, das war schon richtig. Busch sollen wir zerstören, um Ast zu bekommen. Dann zerstören wir doch mal hier den Busch. Rechts sehen wir dann halt, was im Inventar landet. Warum? So. Das habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht bekommen. Aber auf jeden Fall. Man muss halt auch wirklich dann immer mit dem Zielkreuz in der Mitte direkt da drauf sein. Das finde ich ein bisschen blöd. Mir wäre es lieber, ich könnte da einfach rangehen und das wird dann automatisch als Option aufpoppen. So, wir sollten jetzt. Was war das denn? Holzfäller-Axt. Genau, die Holzfäller-Axt herstellen. Dafür brauchen wir noch einen Stein. Hier lagen doch auch schon Steine rum. Generell würde ich ja sagen, das sieht schon recht. Es sieht echt ganz schick aus. Das sieht doch schon ganz hübsch aus, auf jeden Fall. Also ich habe da schon sehr viel Schlechteres gesehen. So, Holzfäller-Axt, dann haben wir halt auch die Werte Damage und Gewicht. Aber da gibt es jetzt nicht sowas wie Geschwindigkeit. Dann craften wir die mal. Dann werden wir die auch gleich mal ausrüsten. Dann, gut, das lasse ich da unten. Dann packen wir das mal auf die 3, die Axt auf die 2. Und jetzt können wir Bäume zerstören, abbauen, wie auch immer. Ja, gut, ich sollte. So. Wie oft muss man denn achtmal draufhauen? Ich glaube auch, man muss, also egal wie groß der Baum ausschaut, man muss immer genauso oft draufhauen. Das hätten sie vielleicht auch ein bisschen, gut, die Droprate von den Sachen, die man bekommt an Crafting-Kram, wird jetzt nicht so sich so groß unterscheiden. Aber normalerweise hätte ich gesagt, okay, wenn man so einen Riesenbaum hat, dauert es länger. Wenn der nicht so groß ist, geht es halt schneller. Aber gut, wenn der halt eh nicht so viel abwirft. Wir haben das jetzt noch gemacht. Den abgeholzt, umgeholzt, wie auch immer. Dann sollen wir ein Fundament bauen. Und da bin ich schon ins Schleudern gekommen. Die Sache mit dem Bauen. Das funktioniert nämlich nicht hier als Inventar. Mit Handmade steht da. Das ist halt schon zum Crafting. Das war am Anfang ein bisschen irritierend für mich. Sogar Äpfel, okay. Gut, und noch ein paar andere Sachen. Hier Samen gibt's. Und Ranken und Seile und Kupferdrähte, Stück Gummi und das brauchen wir alles. Forschungsmaterial wird zur Forschung verwendet. Was für eine Überraschung. Man muss nämlich mit B hier das Baumenü öffnen. Dann hat man hier unterschiedliche Auswahlsachen. Dann hier für die Basis das hier oben. Dann Equipment, Crafting, Cooking, Utility. Utility, Fire, Interior, Decoration und Fallen, Nahkampffallen, Fernkampffallen, Tiere, Tierfallen. Okay, Vogelhaus, Spezial, Minen, Katapult, Stachelwerfer, Flammenwerfer, Stacheldrahtzaun. Also hier gibt es schon ein paar Sachen. Utility, gut, Schränke, Feuer, Leuchten, Möbel gibt's, Teppich kann man sogar. Genau, alles, was man zum Survival braucht. Vor allen Dingen Teppich brauche ich da. Bauernhof, Küchentisch, Werkbank, Equipment, Ausrüstungsfertigung und hier natürlich Wände, Wand mit Durchbruch, Treppen, Zäune, Schutzmauer. Wir sollen jetzt hier erstmal ein Fundament bauen. Das machen wir doch dann mal eben. Und das Ganze ist schon ein bisschen höher. Das heißt, man kann das zum Beispiel dann, ja, gut runtersetzen, wie man lustig ist, weiter nach oben setzen. Dann machen wir das doch mal. Setzen wir das einfach mal. Ja, keine Ahnung. Setzen wir das hier mal hin. Da muss man aber gedrückt halten. Alles klar. Gut, dann sollen wir eine Treppe bauen. Für die Treppe brauchen wir, haben wir genug. Alles klar. Dann bauen wir jetzt auch die Treppe.
Setzen wir die hier schon mal dran. Also es funktioniert alles recht einfach. Da muss ich jetzt aber gedrückt halten. Mit F. Nein, mit L war das. Genau. Lampe kann man ein- und ausschalten mit L. Mit M kann man hier dann die Karte aufrufen. Sieht man noch nicht so viel. Generell finde ich die Karte, ich weiß nicht, ob das von den... Das ist mir alles zu einfarbig. Vielleicht ändert sich das später noch, aber ich weiß ja nicht. So, Ausrüstungsfertigungstisch können wir hier noch bauen. Und zwar, wo war das denn? Hier, was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen auf jeden Fall Eisen, kleine Steine und noch mehr Äste. Dann werde ich erstmal das hier mitnehmen. Was hier gerade so vor meiner Nase liegt. Dann. Gut, das Ganze ist hier natürlich ein Ersteindruck. Werden wir jetzt auch nicht so viel zu sehen bekommen, aber ich wollte mal das ganze Grundprinzip von dem Spiel hier zeigen. Was man hier so machen kann. Ich habe gelesen, es soll schon ein paar unterschiedliche Zombie-Arten geben. Kann ich das hier? Ja, gut, das machen wir dann auch. Kaputt! Das hätten wir. Alles klar. Dann holzen wir hier mal weiter. Oben rechts ist die Zeitangabe, das mit den 10 Stunden. Was heißt das? 10 Stunden, bis es dunkel wird, oder wie darf ich das verstehen? Und dann oben rechts noch die Anzeige. Es wäre schon ganz cool irgendwie, wenn man irgendwas craften will und man könnte dann, hätte dann hier so ein Vorschaufenster und dann sieht man, ja, ich habe jetzt so und so viel davon, ich brauche noch so und so viel, also dass das Rezept komplett jetzt hier in die Bildschirm angezeigt wird. Dass man halt nicht immer ins Menü gehen muss, wenn man sich das halt nicht merkt. So wie gewisse Leute. Egal. Holzen wir hier nochmal weiter. Alles klar, gut. Dann waren wir bei... Vielleicht geht das auch. Und ich krieg's gerade nicht auf die Kette. 4 Steine, mehr Äste. Gut, dann kann ich erst nochmal hier weiter umhauen. Ich habe jetzt nicht drauf geschaut, aber ich glaube, die droppen alle doch ungefähr gleich viel, oder? Oder die droppen gleich viel, egal wie dick der Baum ist. Oder macht das hier wirklich einen Unterschied? Ich würde mal spekulieren und sagen, nein. So, das müsste jetzt auf jeden Fall doch eigentlich schon genug sein. Zumindest von den, ja, Ästen. Wir brauchen jetzt noch ein paar kleine Steine. Gucken wir mal. Mit Steuerung können wir uns ducken. Gut. Dann nehmen wir hier die Steine mit. Und wenn die auch zusammenliegen, dann kann man auch gleich mehrere auf einmal einsammeln. Das finde ich ja super praktisch. So. Hier. Ach, jetzt hätte ich T drücken können. Ja, gut. Dann machen wir das so. Und warum hat der da jetzt nur einen angezeigt? Egal. So. Und die Sachen, die wir dann hier so bauen können, die kann man, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, nur dann... Gut, da können wir natürlich, braucht man, um irgendwie andere Sachen herstellen zu können, kann man nur da oben bauen. Doch, man kann die auch hier unten bauen. Okay, mein Fehler. Rotieren. Okay, rotieren wir mal. Wie machen wir das denn jetzt? Ich würde einfach mal sagen, wir bauen das Ding. Ich hätte das gerne so. Wäre das möglich? Sieht gut aus. Ja, dann machen wir das mal. Bauen wir das dahin, genau. Wenn wir einen Bogen craften, dafür brauchen wir dann halt wieder das Menü im Inventar oder müssen ins Inventar. Nee, Moment. Da gibt es Pfeile und Bolzen. Ach, da steht ja auch Ausrüstungsfertigungstisch. Gut, das sollte ich dann auch lesen. Bogen, mehr Äste. 3 brauchen wir. Kriegen wir. Okay, dann muss hier noch ein Baum dran glauben.
So, das reicht jetzt, alles klar. Dann craften wir jetzt hier einfach mal einen Bogen. Und dann haben wir hier auch schon den Bogen. Ich würde mal sagen, den packen wir. Ja, gute Frage. Axt hätte ich gerne da. Und dann machen wir das vielleicht. Na, machen wir das so. Alles klar. Einen Schlafsack sollen wir jetzt bauen. Ach, da steht ja auch B. Also B steht für die Taste B. Alles klar. Gut. Genau, mit B soll man das bauen. Utility. Schlafsack. Dafür brauchen wir noch mehr Stofffetzen. Dann suchen wir mal Stofffetzen. So. Wo gibt's denn hier noch Stofffetzen? Das sieht nicht nach Stofffetzen aus. Da haben wir noch ein Auto. Das lassen wir erstmal links liegen. Ich will jetzt zumindest noch ein bisschen was vom Spiel zeigen. Ja, Stofffetzen, hallo. Das hier, da sind schon Zombies. Da waren jetzt aber keine Stofffetzen drin, oder? Doch, Stofffetzen. Okay, gut, dann sacken wir das alles noch ein. So, noch mehr Stofffetzen. Ja, nein. Nee, Moment, das war. Hier, Schlafsack, genau. Gut, da kann man dann respawnen. Kann ich das Ding auch canceln? Lauf mal wieder zurück, Madame. Dann würde ich fast sagen, ich packe das jetzt hier alles so ein bisschen zusammen. Was soll's? Da, Schlafsack, genau. Bild. Man kann den aber scheinbar nicht irgendwie ins Inventar legen. So, dann hätten wir das. Tierfalle sollen wir jetzt erstellen. Das war doch kleine Animal, kleine Tierfalle. Was brauchen wir dafür? Samen, Ast und Felsbrocken. So, hier nehmen wir jetzt mal alles. Das sind aber nur kleine Steine. Kann ich hier irgendwie. Ist das eine gute Idee? Wahrscheinlich nicht. Mit so einer Axt auf Fels rumzauen. Nein, das ist keine gute Idee. Aber dafür brauche ich dann. Nee, Moment. Momentchen. Ein Hammer. Zur Zerstörung von. Nee, eine Spitzhacke. Was rede ich denn da? Genau, dann craften wir mal eine Spitzhacke. Dann kommst du mal dahin. Und ganz ehrlich, das Zeug packe ich jetzt hier einfach mal auf die 8. So. Tatsache, es geht dann auch bei den Sachen. Warum? Hä? Wir hauen hier alles zu Klump. Da haben wir doch schon Felsbrocken. Geht doch. Ich glaube, von den Zombies werden wir jetzt noch nicht so viel zu sehen bekommen. Jetzt steht da 12 Stunden. Oder ist das jetzt 12 Uhr mittags? Das könnte natürlich auch sein. Kalkstein haben wir bekommen. Ich würde fast sagen, wir. Müsste gleich verschwinden. Und wenn ich Pech habe, muss ich gleich niesen. Ich warne euch schon mal vor. Na, jetzt komm schon. Dafür brauchst du aber echt länger. So, 10 Eisen. Kupfererz. Ja, toll.
Eine Tierfalle, also. Felsbrocken, brauche ich sogar nur einen von. Mein Gott, Ast und Samen. Gut, dann nehmen wir mal das. Ja, dann habe ich ein bisschen Zeit verschenkt jetzt, aber egal. Will auf jeden Fall hier noch die Tierfalle bauen. Frage ist halt auch, wo setzt man die denn hin? Gibt es Orte, wo man die besser hinsetzen sollte? Oder gut, du hast das jetzt ausgewählt, egal. Ich holze hier einfach mal ein bisschen ab. Normalerweise achtet man da eigentlich eh nicht so drauf, weil man eigentlich immer alles irgendwie gebrauchen kann. So, dann hätten wir das. Dann kommen wir doch mal hier zur Tierfalle. Das geht jetzt sogar. Okay. Bauen wir die mal. Die setzen wir einfach mal. Keine Ahnung, wo sollte ich die denn hinsetzen? Wo Tiere rumhoppeln, oder? Kann man sogar tiefer setzen und höher. Weil die. Moment, da war was. So. Ah, so, gut. Dann bauen wir die mal dahin. Forschungstisch jetzt erstellen. Dann müssen wir dann. Moment, gucken wir mal. Equipment. Forschungstisch. Da brauchen wir halt auch eine Menge Zeug für. Aber gut, Holz, Holzbrett, Seil. Ansonsten kann ich jetzt noch mal kurz gucken. Da oben haben wir halt, wo was ist, Norden und so weiter. Ansonsten, die Pilze kann man wahrscheinlich auch einsammeln hier. Ja, genau. Gut, gibt es denn hier noch irgendwas? Das ist halt das. Man hat auch nicht so ein generelles Hauptmenü, man hat I und B im Prinzip. Ich guck mal kurz. Ich schau mal kurz nach hier, was die Steuerung angeht. Ja, gut. Movement, Journal Light, View Mode kann man auch ändern mit P. Inventar und Bauen fürs Interface. Ja, das war's im Prinzip schon. So. Hallo, ich würde gerne fortsetzen. Danke. Was gibt's denn hier? Ja, toll. Ein bisschen näher ran. Das ist ja. Ist jetzt ein bisschen mager. Eine Ego-Perspektive. Gut, und wenn wir jetzt hier. Ach so. Gut, wir können hier aber nicht. Ja, ich habe mich jetzt hier an das Bett gebunden. Dachte, nee, schlafen kann man da nicht. Okay, gut. Ja, gut. Man muss dann halt nachts die Zombies abwehren, soweit ich das bisher verstanden habe. Wie gesagt, das ist nur ein ganz kurzer Einblick in das Spiel. Es sieht schon recht nett aus. Kann man auf jeden Fall, glaube ich, eine Menge Spaß mit haben. Das macht jetzt nicht unbedingt. Das ist jetzt mehr eine Behauptung. Ich sehe jetzt nicht, dass das irgendwie das Rad neu erfindet, was das angeht. Und Zombie-Spiele sind ja eh schon so ein bisschen. Sagen wir mal so, ich bin da ein bisschen übersättigt, was das angeht. Aber. Schaue mir in letzter Zeit ein bisschen mehr Survival-Spiele an und das sieht vor allen Dingen auch recht hübsch aus. Es ist noch im Early Access. Ich glaube, da wird es auch noch eine ganze Zeit bleiben. Man kann schon einiges machen und wie gesagt, bei solchen Spielen ist halt auch der Punkt, wenn man die im Multiplayer spielen kann, vor allen Dingen mit anscheinend bis zu 16 Leuten, dann hat man da durchaus schon eine Menge Spaß. Dann kann man auch eine riesige Basis bauen mit Abwehrsachen und Fallen und Tralala und Hopsasa. Ich glaube, damit kann man sich schon gut beschäftigen. Ja gut, ich würde sagen, das war mal ganz, ganz, ganz kurzer Ersteindruck, wie das im Groben hier funktioniert. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, ich würde noch so ein bisschen gegen Zombies kämpfen, aber nein. Ansonsten, was den Bogen angeht, habe ich da überhaupt Pfeile für? Nein, kann ich auch nicht benutzen. Die müsste ich jetzt auch noch craften. Aber das schenken wir uns jetzt an der Stelle mal. Gut, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.